So, das neue Radio verfügt natürlich über viel mehr Stecker. Wie gesagt, wir brauchen hier diesen. Der kann eigentlich schon mal ran. Ja, hi und willkommen bei ATP Autoteile. Heute bauen wir hier dieses Android-Radio einmal in einen Volkswagen ein. Wie man sieht, ist das Design komplett wie beim Originalen gehalten. Das heißt, wir haben hier die Tasten sowie die beiden Drehregler. Einzig und allein, wie man sieht, die Bautiefe ist viel, viel weniger, denn wir verzichten hier auf ein CD-Fach. Navigation und so weiter ist hier gleich alles integriert und CD hat sowieso so gut wie heute niemand mehr. Jeder hört nur noch über Spotify, von daher verzichten wir hier auf ein CD-Fach. Die gibt es natürlich mit CD-Fach, wenn ihr Wert darauf legt, jedoch ich verbaue heute eins ohne. Zu den Herstellern, da gibt es 1000 verschiedene China-Hersteller. Meine Empfehlungen sind entweder hier Azure, das ist das, das ich hier verbaue, oder Pumpkin, das sind so die bekanntesten und meiner Meinung nach auch die besten und haltbarsten. Ich selbst fahre die auch schon einige Jahre in allen Autos und kann da auf jeden Fall eine Empfehlung für aussprechen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Azure oder Pumpkin, das sind so die zwei besten Hersteller aus meiner Erfahrung. Wir haben, wie ihr seht, hier hinten einige Kabel mehr dran, als ihr gleich beim Originalen seht. Wir haben hier zwei verschiedene DIN-Stecker. Einmal die ganz normalen Standard-DIN, wie sie früher waren. Dann hier, wie sie heute bei VW auch verbaut sind. Das heißt, wir werden hier später dieses Teil einmal brauchen. Ganz wichtig ist hier dieser kleine Transformator. Den gibt es dann für verschiedene Fahrzeuge. Der ist jetzt extra für den VW Tiguan 5N programmiert. Das ist dafür da, damit das Radio später mit dem ganzen CAN-Bus-System im Fahrzeug kommunizieren kann. Dass zum Beispiel auch die Lenkradfernbedienung ohne Probleme funktioniert. Dafür ist dieses Teil da. Dann haben wir hier noch die GPS-Antenne. Die ist natürlich auch wichtig. Die müssen wir später so positionieren im Fahrzeug, dass wir einen guten Empfang haben. Dann haben wir hier noch mehrfach USB. Dann verschiedene Cinch-Kabel. Hier ist der Antennenkonverter, der hier später angeschlossen werden muss. Und an die Cinch-Kabel kann man dann immer noch externe Endstufen ranschließen. Doch bei den heutigen Autos braucht man das meistens nicht. Das einzigste Cinch-Kabel, das wir hier später anschließen, ist einmal ein gelbes, und zwar das ist für die Rückfahrkamera. Wenn ihr original eine Rückfahrkamera verbaut habt, tauscht ihr auf jeden Fall aus gegen ein Zubehör mit Cinch-Stecker, denn die originale hat einen Zentralstecker und das Ganze funktioniert dann auch über das CAN-Bus-System. Da gibt es dann verschiedene Adapter, um das System auszulesen und auf Cinch umzuleiten. Jedoch funktionieren die in den meisten Fällen nicht. Also ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der richtig funktioniert. Daher auf jeden Fall die originale Rückfahrkamera auch ausbauen, gegen eine aus dem Zubehör tauschen, die dann hier mit Cinch funktioniert. Die gibt es dann auch 1:1 passgenau wie die Originale, die an dieselbe Stelle kommt. Hier hatte der Tiguan keine Rückfahrkamera, darum habe ich einen Kennzeichenhalter mit Rückfahrkamera installiert schon und habe das Cinch-Kabel schon nach vorne ins Radio, in den Radioschacht gelegt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an hier mit dem Ausbau des originalen Radios. Das geht relativ fix und einfach. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein T20 Torque und hier am besten solche Clipslöser. Die sind aus Plastik, da beschädigt ihr euch den ganzen Rahmen nicht von der Mittelkonsole. Wenn ihr das mit dem Schraubenzieher hebelt, habt ihr da immer unschöne Abdrücke. Also auf jeden Fall hier diese Teile einmal besorgen, die kosten nicht viel und dann kann es schon losgehen. Ja, wie ihr seht, haben wir hier das originale VW-Radio und das werden wir jetzt als erstes ausschalten, denn wir wollen es ja nicht beschädigen. Und dann können wir mit dem Ausbau schon beginnen. Der Rahmen hier ist größtenteils nur geklipst, einzig und allein hier und hier ist eine Schraube. Das heißt, wir müssen einmal hier das Licht für den Airbag demontieren. Genauso hier einmal diesen Schacht, einfach hier dazwischen gehen und das Ganze so rausklipsen. Hier geht das genauso. Und dann können wir hier die beiden Schrauben ganz einfach lösen. Nummer 1. Nummer 2. Dann klemmen wir hier einmal das Licht ab und jetzt ist der Rest nur geklipst. Das heißt, wir können hier schon mal anziehen. Falls er hier sich irgendwo nicht lösen lässt, einfach mit dem Clipsheber dazwischen gehen und etwas nachhelfen. Und dann können wir ihn ganz einfach rausziehen, hochlegen. Das geht übrigens bei allen VW-Modellen ziemlich ähnlich. Wir haben immer hier oben irgendwo in diesem Bereich zwei Schrauben. Der Rest ist meistens nur geklipst. Wie gesagt, bei allen Modellen sehr ähnlich. Und dann sehen wir jetzt hier die vier Schrauben vom Radio. Die müssen wir auch demontieren. Und
dann ist das Radio theoretisch schon ausgebaut. So, jetzt können wir das Radio vorsichtig nach vorne ziehen. Und dann können wir schon hier die Steckverbindung einmal lösen. Einfach hier zusammendrücken, nach hinten ziehen und schon haben wir hier den Stecker entfernt. Hier ist auch ein kleiner Clips, den betätigen und dann kann man das Ganze abziehen. Und schon ist das alte Radio einmal ausgebaut und kann zur Seite gelegt werden. Ich habe hier, wie gesagt, schon ein Cinch-Kabel bis zum Radioschacht gelegt. Das ist jetzt quasi das Kabel für die Rückfahrkamera. Das lege ich mir jetzt hier schon mal zur Seite und dann kann das neue Radio angeschlossen werden. So, das neue Radio verfügt natürlich über viel mehr Stecker. Wie gesagt, wir brauchen hier diesen. Der kann eigentlich schon mal ran. Einfach hier in umgekehrter Reihenfolge wieder aufstecken. Nach unten hinweg schließen und schon ist das Ganze angeschlossen. Das Radio geht auch schon an. Das heißt, wir haben die Zündung noch an, die müssen wir ausmachen. Das sollte man vorher machen, da habe ich nicht aufgepasst. Ansonsten ist hier soweit schon alles angeschlossen. Die Antenne muss noch ran. Die kommt einfach hier drauf. Das war es auch schon. Wie ihr seht, alles Plug and Play. Hier einmal die GPS-Antenne. Die sollte möglichst oben und weit hinten im Armaturenbrett angebracht werden, damit man den bestmöglichen Empfang hat. Da werde ich mir jetzt hier irgendwo einen Weg suchen, sie nach oben zu legen und durchzuschieben. Sie hat unten ein Klebepad, das heißt, die klebe ich irgendwo hier oben im oberen Bereich unter der Abdeckung fest. Dann haben wir hier noch die USB-Kabel, die lege ich mir hier unten durch und ziehe sie irgendwo hier unten raus. Da habe ich schon eins. Das zweite lege ich dann noch dabei. So, und dann muss ich mir hier nur noch das richtige gelbe Cinch-Kabel heraussuchen für die Rückfahrkamera. Das heißt, das werde ich jetzt einmal dem Kabel der Rückfahrkamera verbinden. Hier muss nichts angeschlossen werden. Das brauche ich bei dieser Rückfahrkamera nicht, bei diesem System. Und dann stopfen wir schon mal alles erst einmal hier rein und machen einen ersten Versuch, ob alles funktioniert. Dann schalte ich einmal die Zündung ein. Und wie wir sehen, startet das Radio und schon haben wir hier den Startbildschirm. Haben hier verschiedene Menüs. Ich habe das Radio natürlich vorher schon einmal an Stromnetz angeschlossen, verschiedene Apps installiert, einfach um euch das gleich etwas schneller zeigen zu können. Alles funktioniert einwandfrei. Ich schaue noch einmal, ob die Lenkradfernbedienung funktioniert. Das sieht gut aus und perfekt. Somit kann ich Zündung noch mal ausschalten, werde jetzt hier hinten alles ordentlich einmal verstauen und dann kann der Rahmen wieder zusammengebaut werden. Okay, perfekt. Wir haben alles drin. Jetzt kann das Radio hier wieder mit den vier Schrauben einmal befestigt werden. So, dann kann hier der Rahmen schon wieder drüber. Hier auf das Kabel aufpassen, auf den Stecker, dass der euch nicht reinflutscht. Und dann hier einmal die Lüftungen einfädeln. Das hakt manchmal etwas. Aber sollte auf jeden Fall leicht und gleitend reingehen. Nur dann passt das Ganze richtig. Dann kann hier die beiden Schrauben wieder ran. Und dann das Ganze noch einmal hier richtig reinklopfen, damit alle Klipsen drin sind. Dann kann hier einmal die Abdeckung drauf. Hier der Airbag-Stecker dran. Wenn ihr das demontiert, muss auch keine Batterie abgeklemmt werden. Das wirft keinen Fehler ins Steuergerät des Airbags. Das könnt ihr einfach so abklemmen und somit ist das Ganze schon fertig installiert. So, ich schalte das Radio noch einmal ein, um euch das ganze System einmal zu erklären. Wir haben hier ein Android-System. Dazu kann ich euch auf jeden Fall auch raten, denn mit den Android-Systemen habt ihr da viel, viel mehr Möglichkeiten als mit den anderen Systemen. Es ist quasi ein Handy, das hier direkt im Fahrzeug installiert ist, quasi ein Tablet. Wir können hier den Play Store aufrufen. Im Play Store kann auch direkt sämtliche Apps wie auf dem Handy auch installiert werden. Beispielsweise hier Spotify. Das hier heißt, ihr habt direkt Zugriff auf eure Playlist. Ihr könnt euch hier auf Spotify anmelden. Und ich mache es immer so, ich gebe einmal Hotspot mit meinem Handy, wenn ich ins Auto gehe. Dann ist mein Hotspot an und dann verbindet sich das Radio automatisch mit meinem Handy über Hotspot. Und somit hat das Radio immer Internetempfang.
Ich persönlich mache auf diese Radios immer Torque drauf. Das ist ein System, das sich mit günstigen OBD-China-Dongles verbindet. Das heißt, ihr habt hier direkt ein Diagnosesystem in dem Radio integriert. Ihr könnt hier Fehler auslesen, Echtzeitdaten und so weiter. Auch Google Chrome oder YouTube kann hier natürlich alles genutzt werden. Und somit hat man quasi ein Tablet als Radio im Fahrzeug integriert. Zu guter Letzt testen wir jetzt einmal die Rückfahrkamera. Wie wir sehen, funktioniert das Ganze perfekt. Wenn ich jetzt hier einmal lenke, sehen wir auch hier den Lenkwinkeleinschlag. Das alles wird vom CAN-Bus einmal zu dem Android-Radio hingeleitet. Genauso wie hier das Fahrzeug, wie beim Originalen auch, dass man hier die Parksensoren einmal sieht. Das Ganze sieht man natürlich dann auch hier in groß, ohne die Rückfahrkamera, und somit hat das Ganze den vollen Funktionsumfang, den man sich wünscht. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das Ganze kein Hexenwerk, einen solchen Umbau von einem Originalen auf ein solches Android-Radio durchzuführen. Ich denke, das sollte jeder zu Hause ohne Probleme hinbekommen. Gerade bei VW ist es eigentlich immer relativ einfach, sämtliche Verkleidungen abzubauen, sind meistens nur 2-3 Schrauben und man kommt an das Radio ran. Falls ihr Fragen dazu habt oder auch zu Rückfahrkamerasystemen, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage ciao, euer Dennis von Schrauber TV.